Oh Leute, das wird ein interessanter Clankrieg. Die True Warriors gegen die ARR Warrior 2. Da gucken wir doch mal, welcher Warrior hier die Nase vorn haben wird. Bis gleich. Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, was haben wir heute vor? Ich will heute mal wieder live angreifen, aber nicht mit diesem Account hier. Da muss ich mich noch ein bisschen warm spielen. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, sind 33% jetzt nicht gerade viel. Aber auch da habe ich mal wieder gepennt. Sondern ich werde mit dem Avatar angreifen. Ihr kennt das Prinzip. Wir starten also hier den Angriff, beziehungsweise ich starte den Angriff am Tablet. Und dann können wir uns den Angriff angucken, aber bevor wir es machen, gucken wir uns schon mal ein bisschen warm, wie denn eigentlich so angegriffen wird. Und dann mache ich mir schon mal ein bisschen die Finger nebenher warm, dass ich gleich einen guten Griff aufs Tablet habe. Und dann gucken wir mal, wie weit ich hier komme. Ich gehe mit dem AFA nicht auf das Ziel gegenüber, das ist leider ein RH10, weil ich mit dem AFA ja immer relativ hoch gelistet bin. Sondern ich nehme mir einen drunter heute. Und das wird also die Nummer 14 sein. Ist auch bockschwer. Aber muss ich mal gucken, wie ich da durchkomme. Aber wir sehen hier den Hubert. Ich glaube, das erste Mal mit dieser Kombi hier am Spielen. Das heißt also mit der Pekka Heiler Bowler Combo. Und er hat noch 13 Hocks hier im Petto. Mal schauen, wann er die bringt hier. Weil in der Mitte geht es ja eigentlich noch ganz gut durch. Ja, da ist ja noch reichlich am Leben in der Mitte. Da hat er noch gar keine Notwendigkeit, jetzt die Hocks zu setzen. Da kann er noch den King zünden. Und dann hätte ich fast gesagt, wird das für die Hocks ja gleich noch ein Cleanup. Ah, da kommen sie. Hier unten kommen sie. Okay. Level 4er Hocks noch. Oh, okay. Habe ich jetzt gar nicht gesehen beim Hubert, dass er die noch nicht auf 5 hatte. Aber die Def hier ist natürlich auch noch nicht voll auf RH9 Status, sondern da ist noch einiges auf RH8 Status gewesen. Ja, das war ein schöner Angriff hier. Habe ich eben schon gesehen. Ja, deswegen wusste ich das auch mit den Hocks, dass die so spät kommen. Aber das macht nichts. Das hat mich trotzdem im ersten Angriff, beziehungsweise wo ich den live gesehen habe, trotzdem genauso verwundert, so nach dem Motto, Mann, wo bleiben denn die Hocks? Aber es war überhaupt keine Gefahr für Queen, Bowler und die Pekkas, also echt super, Kampf hier 20 auf 20. Und schauen wir ein bisschen höher rein hier in die Dreier, der hier von Fips, den habe ich noch nicht gesehen. Okay, der Fips mit einem typischen Golaloon. Oh Wunder, zwei Golem. Ihr wisst genau, warum ich jetzt huste. Wir haben aber unsere Streitigkeiten mittlerweile wieder schon ganz lange. Am nächsten Tag haben wir uns gegenseitig entschuldigt, also ich für mein blödes Verhalten und er nicht für sein blödes Verhalten. Es ist also der Jenek, der bei uns spielt. Wir haben da kleine Differenzen, was die Anzahl an mitzunehmenden Golems bei einem Golaloon angeht. Und ich finde es gut, dass er hier jetzt auch zwei nimmt. Ah, kommt hier richtig krass in die Base rein. Muss ich mal so sagen, ist ja eine weitläufige Base. Also ich mag die gar nicht so dann mit Golaloon angreifen, wenn das so weit auseinander gefächert ist. Was hat er denn jetzt noch? Einen Sprung hat er noch. Ein Sprungzauber und ein Heilzauber, okay. Ich denke mal, den Sprung kann er gleich noch nutzen, denn der König hat echt gerade gut getankt. Ich denke mal, jetzt kommt aber gleich noch irgendwo, muss er noch einen Sprung setzen. Und ich gehe mal davon aus, dass der gleich dabei der La vielleicht kommt oder so. Oh, da erwischt es jetzt noch die letzten Bowler. Aber super gemacht, ja, den Sprung kann er sich schenken. Oder aber er schmeißt ihn jetzt hier unten, wo der Magier und sich die paar Barbaren hier noch durchprügeln. Dann brauchen die sich nicht mit prügeln, sondern können darüber springen. Aber er hatte, glaube ich, denke ich mal, auch noch genug Zeit.
Ah, jetzt ist die Mauer auch offen. Richtig viele Lava-Welpen in der Base. Ja, saugeiler Angriff. Habe ich echt noch nicht gesehen. Jetzt kann er sogar noch mit einem Ballon hier ein Clean-Up an der Bauhütte machen. Ja. Ah, okay. Er hat den Sprung doch noch gesetzt. Nicht, dass es nachher heißt, hier, der hat gar nicht alle Zauber genommen. Ja? Nein, hat er ja. Super. Oh, war ein ganz schöner, dominanter Overkill, hätte ich mal fast gesagt. Da machen es mir die Clan-Kollegen schon wieder schwer, die hier richtig gute Angriffe hinlegen. Auch der Thunderbird mit einem Packerwalk. Okay, wir haben uns darüber ein bisschen unterhalten bei uns in unseren sozialen Handygruppen. Und da war immer die Rede von 3 Heiler, 4 Heiler. Also ich nehme gerne 4. Dafür überhaupt kein Magier oder 2 Magier, glaube ich, nehme ich nur mit. Hab aber auch mit AFA etwas stärkere Helden und auch mit den beiden anderen RH9 Accounts. Zumindest ist die Queen etwas höher, wenn auch nicht viel. Dann nehme ich lieber 1 Heiler mehr mit und schenke mir dafür die Magier. Die brauche ich an der Stelle nicht. Aber man kann das auch mit 3 machen. Sieht man ja hier, dass die Packers hier auch mit 3 Heilern gut auskommen. Und 20er King regelt jetzt seine Mitte. Und die ganzen Hawks sind jetzt zwar schon angeschlagen. Ah, da hat er den letzten Heil da oben. Okay. Und auch hier. Ah, starker Angriff von Thunderbird. Jetzt ist eigentlich nur noch Cleanup da. Denn da leben ja auch noch 2 Packer, so wie ich das sehe. Die müssen sich hier zwar durch die Wände prügeln und können nicht mehr wirklich viel für einen Cleanup beitragen, aber brauchen sie auch nicht mehr. Sie haben ihre Arbeit getan, indem sie nämlich richtig krass getankt haben. Und schöner Angriff hier von Thunderbird. Und das war, glaube ich, unser Starter heute, der VIP Pascal. Hat heute den Reigen oder den, wie sagt man, den Reigen hier eröffnet. Auf diese Base hier mit meinem Lieblingszauber. Nein, natürlich ist nicht mein Lieblingszauber, den Erdbeben. Aber mal gucken, er schlägt sich hier eine schöne Funnellücke. Und auch den habe ich nur am Ende gesehen. Da muss ich jetzt einmal schauen, was er hier gerissen hat, denn ich weiß am Ende, gerade dahinter den Bauhütten, hier unten, ne, die eine Bauhütte, und auch irgendwo standen hier noch Tesla. Manchmal kann man es auch ein bisschen erkennen, entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen rausgescrollt habe, denn da oben, wenn man mal jetzt guckt, die Bauhütte steht nicht ganz in der Ecke, also da kann dann unter Umständen immer irgendetwas stehen. Und da hatte ich auch schon vorher meine Vermutung, dass da Teslas außen sind. Aber das sehen wir gleich. Die Walküren gehen hier wirklich gut durch. Der Golem tankt auch hier unten super den Tesla, den Inferno und auch den Bogenschützenturm. Ja, ach, da sehen wir sie jetzt. Da ist der eine Tesla und da hinten ist der andere hochgekommen. Okay, da hinten stirbt jetzt zwar die Walküre, aber er ist ein Fuchs am Ende. Nämlich, ich habe nur das Ende gesehen. Gucken wir mal, wie er sich hier noch durschlägt. Die Queen kann er immer noch zünden, hat noch 2 Mauerbrecher, 1 Magier, 2 Barbaren und 2 Bogenschützen. Mit denen schafft er die Tesla natürlich auch nicht. Und gucken wir mal, wie er das hier noch am Ende gerissen hat. Also die Golis bei ihm haben echt gut getankt, beide. Und jetzt nur noch die Kanone da, ja. Das ist jetzt ein 2er Inferno auf Multi. Der tut der Queen auch nicht so dolle weh. Das geht noch. Da muss er sie immer noch nicht zünden. Jetzt zündet er sie auch noch nicht. Oh, jetzt kommt da die... Oh, hat er einen Lack, Mann, die Riesenbombe. Aber 29er Queen hat natürlich auch schon ein paar Healpoints. Und die Walküren machen hier unten jetzt auf jeden Fall den Tesla schon mal weg. Jetzt zündet er seine Queen. Ist klar, immer wenn du die Queen zündest. Oh, noch eine Bombe. 2 Bomben nochmal durchgelaufen. Aber jetzt kommt es hier am Ende. Echt gut gemacht. Zur Ablenkung für die Queen, denn die hätte auch noch einen Schlag vertragen. Hat er einfach sein Kleinvolk gesetzt. Wunderbar. Richtig gut gemacht. Vom VIP Pascal auf die Nummer 17. Okay, ich wäre eigentlich soweit, dass ich meinen Angriff machen kann. Ich muss mal eben das Mikro so ein kleines Stück an die Seite nehmen und würde sagen, wir postieren hier unseren Cursor auf die 14, denn die will ich angreifen.
eben WLAN-Check machen. Ja, ich habe es wieder gewusst. Noch nicht im richtigen WLAN, mein Tablet. Nach wie vor bimmelt sich das Tablet immer in das weit entfernteste WLAN hier im Haus ein. Und das ist nun mal 3 Stockwerke unter mir. So, dann gucken wir. Dann haben wir hier jetzt geladen. Jawohl, ich habe alles. Ich habe Truppen. Ich habe vor allen Dingen Mauerbrecher dabei. Jawohl, ich habe Mauerbrecher dabei. Okay. Ah, ich habe ein bisschen wenig Magier, muss ich mal so sagen. Das muss ich mal eben noch kurz mal ein ganz kleines Stück umändern. Ich würde sagen, so machen wir das. So, das haben wir geändert. Dann habe ich ein paar mehr Magier, denn die brauche ich. Und ich brauche die Bowler relativ nah am Anfang. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt in den Kampf rein. Und ich habe mir die 14 schon angeschaut. Klicke jetzt auf Attack. Und ich würde sagen, dann attacken wir sie. Wir attacken sie. Jetzt müsste hier auch das Zeichen kommen. Watch live. Wir gucken uns das ganze Drama hier live an. Ich denke mal, von der Kamerapose bin ich jetzt ganz gut positioniert. Und dann schauen wir mal, was hier auf uns zukommt. Ich gucke mal, wo hier meine Golems hingehen. Denn ich muss hier jetzt schon richtig krass funneln. Ich muss jetzt nämlich schon mit meinen Bowlern rauskommen. Und mit meinen restlichen Truppen. So, dann wollte ich eigentlich hier den Sprung postieren. Und jetzt kommt natürlich gleich die Clanburg. Die kommt relativ spät vom Gegner. Muss mal gerade gucken. So, da ist die Clanburg. Ah ne, ist das ein... Ist das so ein... Okay, jetzt muss ich mal eben das hier abchecken, dass ich hier meine Hunde rauskriege. Und jetzt müssen die Loons hier ein bisschen schneller in die Base. So. Kommt, den einen noch. Und dann muss ich jetzt allerdings hier so ein bisschen meinen Heal werfen. So, jetzt habe ich auch nicht mehr viel Cleanup hier. Also das müssen jetzt... Ah, das schaffen die ganzen Loons nicht mehr, glaube ich. Ich denke mal, das wird ein bisschen wenig von der Zeit her. Mal sehen, wie ich hier meinen Cleanup postieren kann. Oh, die Loons schaffen es nicht. Ja, scheiße. Das ist scheiße, dass die Loons das nicht packen. Denn ich habe hier noch die Bogenschützentürme und die packe ich leider nicht. Ja, muss ich mal so sagen. Die packe ich leider nicht, weil die können jetzt von so weit her schon anfangen zu schießen. Und das wird leider nichts. Okay, das bleiben 2 Sterne. Ach ja, kann ich nichts machen. Okay. War auch eine schwierige Base. Immerhin ist das der höchste Neuner hier. Ich habe zwar schon stärkere Bases hier gemacht, aber naja. Für mich hier unten ist der Kampf schon um, jetzt auch aufs 0 Sekunden. Ich glaube, fürs Cleanup hätte es auch nicht wirklich gereicht, aber naja, habe ich 2 Sterne geholt und ja, ich will jetzt nicht sagen, kann ich mit zufrieden sein, aber hier oben ist es einfach für einen A-Farm schon ein bisschen zu stark, denn wir können uns mal den Gegenüber angucken, ja, das ist also, der hat zwar keine Infernos, aber guckt euch die Dev an, die ist maxed out RH10 und da muss ich nicht mit dem Avatar gegen anstinken. Das ist einfach so, da muss ich einen 10er ran. Und ja, gucken wir mal, was noch geht. Das waren jetzt immerhin, ja, waren immerhin die 2 Sterne hier. Schauen wir mal, was ich mit Thorsten mache, weiß ich noch nicht genau. Aber ich habe mir diesen hier ausgeguckt, der hat ja so eine ähnliche Base, wie ich sie mal hatte. Und habe mir überlegt, entweder mache ich hier einen Go Laloon, denn diese beiden Lars müsste ich eigentlich packen, wenn ich hier also gut reinkomme, hier am Magierturm. Und hier vielleicht noch einen Sprung setze hier. Dann gehen meine Truppen in jedem Fall auch mit auf die Queen, denn die wird uns entgegenkommen. Und könnte auch noch die CB schaffen. Vielleicht locke ich die vorher. Mit dem Hund oder mit dem Loon, weiß ich noch nicht. Aber irgendwas denke ich mir hier schon aus. Und könnte dann eigentlich von der anderen Seite mit meinen Hunden kommen. Beziehungsweise muss ich mit den Loons so ein bisschen eher rauskommen, damit ich diese Def hier schaffe. Und hier ist natürlich dann Flächendef. Also wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Mal sehen, ob ich das in die Folge von morgen reinbekomme. Und ich würde sagen, mit dem einen Live-Angriff war es das auch heute von mir.
Dorfupdate gibt es keins, außer dass ich einen Bauarbeiter frei habe, nicht gefarmt habe und auch nichts bauen kann. So ist das nun mal, ich muss ein bisschen was tun, aber ich habe auch im Moment ein bisschen wenig Zeit zum Clashen. Aber ich denke mal, für morgen wird es wieder eine neue Folge geben. Das heißt, dafür wird auch die Zeit wieder reichen. Bis dahin, euer Toto Clashen.